Hallo miteinander, willkommen zurück zu Ymir mit Freelancer. Irgendwie ist mein Mic heute ständig am Übersteuern, ich weiß gar nicht wieso. Gut. Also, ne, wir werden unsere Armee hier nochmal erhöhen, weil wir sehr viele freie Leute haben. Oh Gott. Ja, komm, tu es einfach. Auf 20. Und hier nehmen wir noch so ein paar Fernkämpfer mit. Nehmen wir mal zwei noch mit. Wir haben auch fast keine Javelins mehr. So, wir haben noch 5 inaktive. Dann aktivieren wir doch einen der Waffenhändler. Waffenproduzenten. So. Ihr seid tatsächlich schon besetzt. Das ist natürlich auch ganz geil. Ja, tatsächlich. Ich verstehe nicht, warum man keine anderen Tiere da hier reinpacken kann. So, im Sinne von. Ja. Keine. Also, wir haben ja Schafe und wir haben eine Ziege, aber wir können keine Schafs- und Ziegenfarm machen. Wir können nur Kuhfarm machen. Das ist ein bisschen komisch. So, Son Arister has been succumbed. Und jetzt was. Was war das? War das? Ich glaube, das war das Sidder-Ding. So, it spins. Trunks can roll, making them easier to move around, but they're too long. What if we cut one into a shorter slice and found a way to attach things to it while it spins? We could move stuff around in a much easier way. Das Rad können wir erforschen. Also, es gibt keine direkten Auswirkungen, aber wahrscheinlich wird das dann. Mit der Zeit. So. Also, vielleicht ist das eine Freischaltung für andere Dinge. Vielleicht wird das, macht das auch Sachen effizienter. Okay. Schauen wir uns mal hier nochmal an. Also, wir haben noch 2 Inaktive, die werden ja dann gleich beschäftigt werden. Oder werden sie das? Werden sie das nicht? Brauchen wir denn von irgendwas noch? Ich sag mich halt, ich meine, er hier verkauft ja quasi dann. Wir können das gar nicht vorbereiten, ne? Ich meine, wir können, glaube ich. Ja, wir können jetzt den Schnaps herstellen. Aber ich glaube, wir haben dafür noch echt zu wenig Äpfel. Oh, wir können 2 neue Apfelplantagen machen. Ja, wir sind ja weit davon entfernt, dass das hier vollständig ist. So. Weitere, ja, es geht weiter hoch mit unglaublichen 0,1. Dann bräuchten eigentlich von allen Farben noch mehr. 0,6% Effizienz, war das die ganze Zeit schon so? Ja, ich glaube, bei denen war das schon. Ich glaube, das ist wegen dieser Fermentization oder so. Die wir vorhin davor starten. Vorhin, vor ein paar Folgen halt. So, jetzt mal das erste Schaf mal hier auch vertüdelt. Ich weiß nicht, welche Gebäude alle diese Marktstände bekommen. Das ist momentan so meine primäre Frage, ehrlich gesagt. Okay, wir haben eine Menge davon. Wir bauen jetzt Large Houses. Ja, ja. So, damit die Leute hier nicht mehr in diesen ollen Hütten hausen müssen. So, ich habe da noch so eine kleine Zwischenstraße dazwischen gelassen. Achso, natürlich Holz. Was auch sonst. Was auch sonst. Sie haben natürlich immer noch Inaktive. Dann lasst euch jetzt mal. Holzfäller haben wir ja genug. Wir müssen sie nur alle aktivieren. So, hier ist noch einer. Ist auch noch auf 100%. Oh, was ist denn hier los? Ist das hier irgendeine Party? Hallo? Party auf den Klippen hier. Diese Schweine, ne? Schweine, weil wir wurden nicht eingeladen. Habe ich jetzt wirklich alle Holzpfeiler aktiviert? Kann das tatsächlich sein? Bei der Riesenmenge, die wir immer wieder deaktiviert haben, oder eher ich als ihr, aber ihr habt dabei zugeschaut. Mich bestimmt beschwert. Wer weiß. Ja, wir haben tatsächlich den Luxus von genug inaktiven Leuten. Wir könnten auch noch mal weiter mehr Steine abbauen.
Wir haben halt 72 davon. Okay, ich bin tatsächlich so frei und werde nochmal einen Holzfäller bauen. Ja. Ja, Cedar Mill. Produziert Gussartwerk Efficiency 1,5. Ich meine, es wäre schon schön, aber ich denke, dazu müssen wir erst tatsächlich mal die Äpfel hochbekommen. Ja, dann nehmen wir natürlich auch riesig hier an Weed. Dass das ein ganzes Zeug gebracht haben. Oh. Minus 1,4. Trotzdem bekommen wir noch 16 Aktive rein. Wir bräuchten natürlich jetzt auch noch mehr Kühe. Denn denke ich, spricht nichts eigentlich groß dagegen, dass wir wieder loslaufen. Mit unserer mächtigen Armee. Und ich glaube, sie ist ja sogar mächtig genug. Wir könnten ja mal schauen, wie das hier unten jetzt aussieht, wie viele Leute da momentan drin sind. 37? Wieso? Hä? 20? Achso, doch klar, die Träger zählen tatsächlich als quasi Force hier mit. Oh, da sind Schweine. Nein, nicht Schweine, Vögel. Die Vögel könnten wir auch noch mitnehmen, beziehungsweise sie betüdeln. Ja, 13 davon, 6 davon, 180 Stärke. 316 hätten wir. Ja, Inventory, man weiß es nicht. Kann ich da reingucken in die Region, in Arkazak? Weil wenn es jetzt zum Beispiel Kupfer oder so gäbe, dann könnte man hier das Ganze ja auch übernehmen, theoretisch. Man müsste es nicht mal raiden. Also die Frage, ja, ob es sich lohnt, dafür jetzt einen Teil der Armee zu verlieren oder einen größeren Teil. Hier wohnen natürlich auch Leute in Slums. Bisschen was an Zeug haben sie. Wasser gibt es hier auf jeden Fall. Schauen wir uns mal kurz ein wenig um. Flints. Was ist das hier? Das ist nur Matt. Okay, hier gibt es eine Jagdstelle. Das sieht aber auch nicht so aus, als gäbe es hier. Das sind Karotten wahrscheinlich wieder. Ja. Yep. Ja, noch abgebaut. Wo sind das hier wilde. Oh, das sind wilde Apfelbäume tatsächlich hier. Okay. Apples. Aber Bodenschätze auch nicht, ehrlich gesagt. Steine. Ah, na gut, Clay gibt's ja auch. Ja, würde sich das lohnen wegen den Äpfeln? Haben die hier Äpfel rumliegen irgendwo? Wahrscheinlich futtern die das alles direkt weg. Wenn wir das hier raiden, was wird man bekommen? Javelins, Leder. Aber gut, vielleicht würden sie uns dann nicht mehr so oft angreifen. Das ist natürlich nur eine Vermutung. Es gibt ja mehrere. Wir haben ja so viele Lager eigentlich, dass das echt bitter ist. 19. 19 gegen 37. Könnten raiden. Oder sacken. Sacken würde es halt zerstören. Na komm, wir raiden mal. Es soll ja hier kein langweiliges Let's Play werden. Wir haben momentan auch noch genug Wachstum, dass das vielleicht trotzdem funktionieren würde. So, wir haben das Rad erforscht. Ja, und ich weiß eigentlich. Eigentlich sollten wir den ökonomischen Umbruch mal langsam ins Auge fassen. Das Ding ist, man kann das Spiel dann auch nicht pausieren. Also man muss da dann echt schnell sein mit denen. So, da sind sie. Okay, die haben hier die Defensive Zone. Sicher keine Mauern. Da ist unsere Armee. So, die kommen auf uns zu. Wahrscheinlich, das ist so doof, dass die Javeliner oder keine Formation oder sowas eingeben. Die werden jetzt gleich in den Nahkampf hier wahrscheinlich gezogen werden. Ist das denn. Was ist das denn für eine Scheiße?
Hallo? Hallo? Was, was? Ach Leute, was ist das denn für eine Scheiße? Ey, man darf sich das echt nicht angucken. Ey, das ist ja schlimmer als bei hier Dingens. Oh, wie heißt denn das? Oriental Empires. Ja, toll. Super, jetzt klaut ihr was. Ist echt. Applaus, ja, dafür. Oh Gott, ist das scheiße. So, Raiden ist, glaube ich, echt. Ich sag, wir gehen direkt darauf, die Leute hier alle zu killen oder keine Ahnung, aber. Das hat sich ja jetzt überhaupt nicht gelohnt. Vor allem sind da noch Gegner. Wieso greift ihr die nicht an? Hallo, seid ihr behindert? Ey, tut mir leid, aber. Was ist denn das? Ja, und einer stirbt nach dem anderen, weil unsere Leute zu dumm sind, jetzt die Gegner anzugreifen. Hallo? Kannst du das mal bitte? Oh, die KI, ne? Was macht der denn die ganze Zeit? Steine brauchst du nicht mitnehmen. Wir haben ja daheim genug. Also Raiden ist echt für den Arsch. Wir haben jetzt wieder über die Hälfte der Armee verloren. Und seine Armee ist halt nicht mal geschlagen. Ach, so ein Bullshit. Naja, es ist ja noch nicht fertig, dieses Spiel. Also das braucht definitiv noch sehr viel Arbeit. Zumindest hier dieser Kampfaspekt, sage ich mal. Oh Gott. Naja, wir haben ja gutes Wachstum. Kriegen wir ja alles wieder. Und Fleisch haben wir ja auch en masse. Und jetzt haben wir hoffentlich auch 50.000 Leder hier gelootet. Ja. Das nächste Mal werden wir einfach hier das Ganze sacken. Weil, ich meine, ganz ehrlich, wenn wir, selbst wenn wir die Siedlung zerstören, dann müssten wir doch eigentlich auch alles hier. Alles bekommen, was hier rumliegt. Ist doch mit Sicherheit eigentlich sinnvoller als das, was wir jetzt gerade gemacht haben, die halbe Armee zu opfern für ein paar Waren. So, habt ihr das jetzt bald? Okay. Ja. 14 Mann verloren, hier 11. Für 4 Holz und 4 Javelins. Okay, ja. Okay, plündern lohnt sich nicht. Aber sowas von nicht. Wow. Oh, okay, wir haben doch mehr bekommen als das. Naja. Aber trotzdem. Oh, die hatten auch Gold. Trotzdem ist das. Ist das echt. Das ist nicht gut genug. Bei Weitem nicht. Um das zu entschädigen, weil ganz ehrlich, die Schweine, die brauchen, naja gut, nicht ewig, aber schon eine Weile, bis sie dann auf der Höhe sind, dass wir die ausbilden können. Naja, schon wieder was gelernt, ne? Wir machen es halt hier auf die harte Tour. Ist ja nicht so, als, ja, ich meine, wenn ich es nicht lerne, dann habt ihr, ja, naja, das Pech, das im eigenen Spiel zu lernen. Dann machen wir es euch lieber so rum. Habt nur nicht den Frust, ihr könnt euch einen ablachen. 5 Inaktive. Ist das nicht schön? Ja, Justice hat sich nicht sonderlich erhöht, ehrlich gesagt. Jetzt werden wir da Loyalitätseinbrüche hier haben, weil. Oh Gott. Unsere Armee so klein ist. So, wir machen mal hier wieder einen massiven Reinforce. Ja, komm, scheiß drauf. Auch wenn da jetzt ein paar Leute erstmal ein paar Sachen jetzt unbesetzt sind. Noch wächst's ja. Geht nur langsam zurück. Warum eigentlich? Na gut, unsere Gesundheit, die könnte bestimmt auch etwas besser sein.
Was sagen denn jetzt unsere ganzen Sachen hier? Plus 0,2. Also das Rad hat jetzt nicht unbedingt irgendwas hier erhöht, oder? Oh, wir haben viele Hosts jetzt. Ein Hose. Wir können mehr Häuser bauen. Definitiv. Steht da. Wirklich? Nochmal ein verstecktes Ground Storage. So, mehr Large Houses, bitte. So, dann hier nochmal zwei Stück. Du bist jetzt dieses Camp. Warum auch immer? Ich hab dir doch auch gesagt, dass du hier oben campen sollst eigentlich. So. Ja, gerne hier hinten auch noch mal so ein paar Häuschen. Könnte sogar da noch drauf bauen. Und hier auch noch. Das ist ja dann richtig edel. Total am Wasser. Ja, natürlich geht das Holz aus. Jetzt haben wir wieder Eisen. Gott, ich weiß halt nicht. Wir können ja die ganzen Werkzeuge in so eine Späße. Natürlich auch aus anderen Sachen herstellen, aber. Schmelzen können wir die, glaube ich, heute noch nicht. So, jetzt kommen also die ganzen Inaktiven wieder. Wir können wieder einen Apfel hier einpflanzen. Ja, und wir könnten mit Sicherheit eine weitere Farm hiervon machen. Aber vielleicht sollten wir das auch. Die satten und saftigen. Eins, zwei. Eins, zwei. So. Damit das mit der Nahrung noch ein bisschen besser dann ist, ja. Ja, wir könnten auch wieder mal den Holzfäller oder so schließen zur Not. Er klingt noch 16 aktive. So, ja, diese ganze Economy-Geschichte. Und so ein Ding bräuchte man, glaube ich, auch noch mal. Tatsächlich nur noch vier Hammer. Bauen da aber auf. Nee, tatsächlich nicht. So, dann werden wir dich auch noch mal wecken. Sind jetzt auch wieder alle am Dingsten. Ja, erforscht haben wir alles, was wir erforschen konnten. Na, zumindest gab es wieder mal eine Schub an Technologien. So, und das sollte jetzt hoffentlich ein Großteil der Slums erledigen hier. Schon ganz schön hatte man bedenkt, wie lange wir schon keine Häuser mehr gebaut haben. Sogar hier haben sich Slums angesiedelt, so in der Festung. Ja, die wir jetzt vielleicht auch mal versuchen sollten, mal endlich abzuschließen. Deswegen habe ich ja eigentlich mehr Holzfäller gebaut, aber. Na, 2,7 ist jetzt echt nicht die Welt, ne? Javelins haben wir noch. 5 Stück. Also müssen wir auch weiter produzieren. Es hilft nichts. Wir könnten jetzt vielleicht tatsächlich mal die Hacken ausschalten. Zumindest für eine Weile. Weil, naja, 30 Felder ist schon nicht so schlecht. So, und du hier. Hast du dich ja noch gar keine Arbeiter? Wirst dann aber. Viele freie Jobs haben wir 9. So, wo ist der hingegangen? Nicht hierhin. Komma 6 Flints. Die haben wir quasi gegen die Hammer ja ausgetauscht. Ja, der ganze Rest, der bleibt so, wie er ist. Okay, wir können jetzt bei Pottery auch den Stock wegmachen. Sollte sich das auch wahrscheinlich wieder langsam aber sicher verabschieden hier aus dem Lager. Sogar Community bräuchten wir nochmal mehr. Das war, glaube ich, bisher doch ganz hilfreich. Wieder auch 10 Hammer.
30 Steine, wenn ich ein paar Steine wieder verbrauchen, ist doch gar nicht so schlecht. Dinge kosten die theoretisch auch Upkeep, ne? Wealth plus 3. Okay. Ja, wie gesagt, wir warten mal, bis sich das hier alles aufgefüllt hat. Vielleicht mache ich das auch offscreen. Offscreen. Unsere Armee ist zumindest schon mal wieder in einer, ja, zumindest halbwegs passablen Lage. Sollten die Jungs aber auf jeden Fall dann entsprechend hier drin aufstellen. Ja. Defensive Zone. Hier, du gehst dahin. Defensive Zone und du genauso. Und nur für alle Fälle. So, was sagt denn jetzt? Ja, stabil bei 55, wir sind gerade so von der Loyalität drüber. Okay. Tja. Sollen wir das jetzt tatsächlich wagen hier? Ich würde ganz gerne trotzdem eigentlich auch nochmal so ein Ding bauen vorher. Ach ja. Eigentlich den Typ hier gleich ausschalten müssen. Wir hätten ihn einfach auf Hammer umstellen können. Andererseits, oh, wir haben schon 5 Kühe. Wir könnten also vielleicht sogar einen zweiten Schlachter. Oh, nee, stimmt gar nicht. Moment mal, das ist natürlich Humbug. Wir können ja hier entsprechend noch erhöhen. Eins geht auf jeden Fall noch. Passt das jetzt auch hier mit der Effizienz? Nee, sieht, wir benutzen 80%, also wahrscheinlich sind das momentan 3 Felder, das Maximum. Ah, oh, das Holz, ne? Culture von minus 13. Aha. Okay, das ist irgendwie etwas eigenartig. Culture represents the total knowledge, customs and behaviors of the people in this territory. Total culture based on the amount of population can then be shared between different types of cultures. State culture represents your culture. Local culture represents customs and behaviors specific to this territory and different from your main culture. Shared among all your people. Geht tatsächlich zurück. Unfassbar. Other foreign cultures might also be present. Also da Kultur spielt sich auch auf. Naja, ist nicht nur ein, ja, ein zusätzlicher Layer, sondern spielt am Ende sogar eine Rolle. Also so richtig. So, wie viel brauchst du? 5, glaube ich, einfach 1, ne? Ja. Oh. Gut. Wir warten einfach mal ab, ne? Ja, das Placement der Viecher ist jetzt auch nicht so optimal, aber passt schon, gell? Ah, okay, jetzt arbeitet ja einer zu wenig. So, ich würde mal den hier, nicht, dass hier jemand sich erstmal einschleicht. Das ist noch nicht notwendig, aber hier können wir auf jeden Fall nochmal ein Erbfeld machen. Oh ja, genau so. Ich denke, wir könnten auch hier mal so ein bisschen hochgehen. Das sind 0,9. Wie viel kommt raus? 0,2 hier bei uns. Kommt bei uns an. Was sagen eigentlich die Möhrchen? Hier. Das ist ja natürlich immer noch bei weitem nicht genug. Aber das müsste sich eigentlich, müssten diese ganzen agrikulturellen Sachen sich kumulieren. Also hätten wir hier 1,3. Dann hier also 6,6. Und ja, wir hatten trotzdem nicht genug. Naja. Egal, wir holen jetzt uns gleich nochmal eine Kuh und dann können wir hier vielleicht nochmal einen zweiten Schlachter bauen, der konstant dann Kühe schlachtet. Weil das nimmt uns ja, glaube ich, dann auch nur minus 0,1 weg. Und dann produzieren wir das trotzdem mehr und dann bekommen wir nochmal Fleisch, Leder und so weiter. Auch wenn natürlich da sehr viel auch wegkommt. Unsere Produktion viel zu gering ist. Dann vielleicht gehen wir dann, ich weiß nicht, ob schon nächste Folge, vielleicht erst übernächste, sobald sich alles wirklich perfekt stabilisiert hat, dann über die Wirtschaftsform zu ändern. Ne? Bis dahin, macht es gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Freelancer.